So. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich glaube nicht, dass Morlin diesen Ort gemeint hat. Der Brenner muss tiefer in den Ruinen sein. So, besser. Okay, da ist die riesige Statue, die Stemmoor meinte. Die Ruine sollte in der Nähe sein. Das ist unbekannt. Ah, schwierig. Ich würde am liebsten gerne erstmal das Unbekannte hier absuchen. Eine Ruine bei einem Metallturm. Das Ding, das Stemmoor will, sollte da drinnen sein. Warum kann ich mich da nicht festhalten? Bin ich da irgendwie an der Seite rauf? Das ist zwar schön, aber kann man die Lichteffekte nicht irgendwie mal abschalten? Es ist zwar schön, dass hier die alte Stadt gezeigt wird, durchaus. Aber wie komme ich da rein? Hier unten sollte es eigentlich relativ angenehm sein. Ja, das ist so ein Dingsbums. Okay, verstehe. Ich wusste, dass die Viecher da wieder leben. Na gut, dann will ich mal. So. Ich würde aber trotzdem gern noch. Autsch. Was zum Geier? Ja, Effekt schön und gut, aber man sieht, wie ablenkend die sein können. Ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, wo da was zu finden, zu greifen ist. Kann natürlich überall hängen bleiben.
Aber schnell. Zu finden, von dem Morland erzählt hat. Wollen wir mal. Wer hat mich da jetzt noch gesucht? Also schön agil sind sie ja. Aber ich bin zu blöd zu treffen. Ist sie jetzt oben? Ist sie jetzt unten? Oder reicht es, wenn ich hier lang? Okay. Ja, ich bin gerade manchmal ein bisschen verwirrt, vor allem, weil ich durch meine eigentlichen Musikkopfhörer Hashtag Headset es für mich eigentlich eher so aussieht, dass ich mich selbst nicht höre. Dementsprechend scheint der Ort zu sein, aber keine Gräber. Und das muss die Statue sein. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung. In dem Raum ist eine Kiste. Aber wie komme ich da ran? Eine Öffnung. So, gucken wir mal, was wir hier finden. Werbung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tschüss. Und jetzt? Tschüss, Wand. Weg damit. Das habe ich mir schon fast gedacht. Muss ich nur gucken, wie ich da halt wirklich hochkomme. Ah, okay. Okay, ich muss höher rauf, um zur Statue zu gelangen. Frage ist jetzt nur. Ja, wir kommen da relativ gut hoch, das ist nicht das Problem. Machen wir da überhaupt keine Sorgen.
Frage ist jetzt nur, wie komme ich denn da hoch? Ich glaube nämlich nicht, dass ich da einfach so hochspringen kann. Ist hier aber auch jetzt kein Anhaltspunkt oder so. Das habe ich mir fast gedacht. Die Lichteffekte ein bisschen, also mehr störend als hilfreich aktuell. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Könnt ihr euch mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr das so findet. Spielerisch gesehen. Schwer nachzuvollziehen. Habe ich mir fast gedacht. Ich sehe aber jetzt auch nicht, wie ich hochkommen soll. Mit dem Hacken nichts machen, ne? Ich meine, sonst würde es wahrscheinlich irgendwo angezeigt werden. Komme ich irgendwie lang? Frage ist, komme ich von dort nach da oben? Könnte machbar sein. Aber wozu denn diese... Aber wozu das dann? Genau. Das will mir jetzt nicht in den Sinn. Oh, komm schon. Hat doch eben auch einmal frei geklappt. Dann kannst du dich da nicht festmachen. Ach Mann. Ich verstehe es nicht aktuell. Wo man was machen kann. Irgendwo ein Haken oder sonst was. Nee, ich sehe jetzt aktuell nichts. Ich sehe aber, dass ich da hoch muss. Also nicht da, sondern hier irgendwie. Ich gucke mal, ob hier irgendwas, ob es hier irgendwas gibt.
Hat man auch wegen den ach so tollen Lichteffekten, hat man das super sehen können. Sie, da frage ich jetzt mal nicht, okay. Na gut. Wozu hat man schließlich den Fokus? Gut, das war zu schnell. Mein Fehler. Schaff's echt noch zu verkacken. Bin ich etwa so schlecht geworden? Werd alt. Oh, komm schon. War das eben so knapp. Oh, knapp. Kann ich nicht ziehen. So. Naja. Meine Meinung zum Klettern kennt ihr. Wieder ein Datenpunkt. Kann ich da durch? Normalerweise müsste ich da doch durch können. Wenn nicht, machen wir es halt so. Holen wir uns den Brenner. Geschafft. Wow. Ja, ich hab den Brenner. Ich sollte ihn zu Morland bringen. Super. Lieber, das müssen die sein, die Morland angegriffen haben. Na dann. Ich meine, komm schon. Interessiert mich nur vage aktuell. Ich will jetzt einfach nur noch hier raus. Das ist aber schon krass, so eine Riesenstadt unterirdisch. Würde mir gefallen. Auf der anderen Seite, wenn was einstürzt, ne, dann geht's abwärts, Sonntag. Nächste Frage ist jetzt, wie komme ich wieder hoch? Das werde ich auch noch irgendwie hinkriegen. Also an sich mag ich ja solche Ruinen. Nur halt, dass man bei manchen Sachen halt immer so klettern muss. Finde ich persönlich manchmal ein bisschen übertrieben. Aber so zum Erkunden will ich mich nicht beklagen. So, ja, geschichtlich sehen wir natürlich einiges wieder.
Warum bist du denn nach... Die Frage ist jetzt, wie komme ich nur nach oben? Ah, okay. Muss ich da rüber? Nee, ne? Warum kann ich nicht einfach an ein Seil hochklettern? Fuck. Ich hatte Schiss, dass ich es nicht richtig schaffe. Und wollte eigentlich den Gleiter benutzen. Warum? Weißt du, immer wenn sie das machen soll, macht sie es nie. Außer dann, wo sie es nicht machen sollte. Das hat sie jetzt automatisch gemacht. Also wenn man zu viele Klettermöglichkeiten auf einmal hat, weiß das Spiel echt nicht, was es will. Auch die Steuerung ist so lala. Naja. Unverschämtheit! Dieses elende Holzkohlehirn! Oh, du bist's. Was ist denn los? Dieser Porguf könnte wohl den Tunnel freisprengen, durch den wir hergekommen sind. Den wir übrigens intakt hinterlassen haben, nicht wie seine trotteligen Leute. Und jetzt soll ich ihn auch noch für alle Lieferungen durch den Tunnel bezahlen. Als er sein schäbiges Lager aufgebaut hat, wusste ich schon, dass das nichts als Ärger gibt. Was soll's? Du brauchst etwas, nehme ich an. Hm. Das war's. Gut. Dann kann ich... Ja, überleg mal ganz ruhig. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas verbessern kann, aber sieht wahrscheinlich. Ich rechne nicht damit. Ja. So, dann will ich mal zu diesem anderen Typen hin. Was war das? Wie wäre es mit einer Partie? Augen auf, ich kenne sie. Moment, hast du von ihr gehört oder kennst du sie wirklich? Ich kann euch gerne begrüßen. Ich wusste, dass die Alten wie das, was es wird Quinz, aber jede Menge. Das ist doch kein Wahnsinn. Und so wartete er, bis die Nora mit dem Ding zurückkehrte. Denn in sie sitzt er. Ich habe nur den Brenner geholt, ne? Stimmt, das war ja bei dem. Du bist zurück! Hast du ihn? Tja, kannst du mal sehen. Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn hast. Wir sind so nah an etwas wahrhaft Majestätischem. Bitte sehr, Molland. Oh ja! Ja! Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viele Probleme. Ach Quatsch. Oh. Dieses Design. Er ist so kompakt. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lure-Rohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Was meinst du? Wie könnte ich dazu Nein sagen? Weiß nicht, ob ich das wirklich will. Okay, das ist cool, dass er das auch mit dem Brennkopf gemacht hat. Wenn wir ihm das Ding in die Hand gegeben haben, sah es anders aus. Aber ist okay.
Eine Ballonfahrt. Was war das? Ach, kein Grund zur Sorge. Eine stabile Leine verbindet uns mit dem Boot. Beste Osram-Wertarbeit. Drehen wir die Flamme etwas auf. Oh, wir steigen auf. Sieh nur. Die Welt unter unseren Füßen. Oh, der Himmel zum Greifen nah. Der Brenner heizt die Luft im Inneren auf. Diese wird leichter als die Umgebungsluft. Und wir steigen auf. Genau. Der Antrieb ist nur heiße Luft. Wie bei Stamur. Aber erzähl ihm das nicht. Ist schon cool. Wir schreiben gerade Geschichte. Der erste erfolgreiche Osram-Flug. Hat es schon mal jemand versucht? Oh ja! Die Geschichte der Osram-Luftfahrt ist faszinierend. Und, grausam und regelmäßig höchst entflammbar. Also, das hättest du ruhig vorher erwähnen können. Ach, die anderen scheiterten, weil ihre Maschinen zu schwer und komplex waren. Die mussten abstürzen. Wir nicht. Nur Raum für Piloten, Lohe, ein Brenner, der Ballon und eine Leine. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Die Leine auch stabil genug? Zumindest kann weniger explodieren. Wenn Abaddon hier wäre, wäre er voll wie ein Weinfass. Extreme Höhenangst. Und betrunken fängt er immer an zu dichten. Er singt plastische Reime über seine gesamte Buchführung. Wenig bekannt ist, dass die Osram-Poesie in den Schmieden im Anrecht geboren wurde. Nur eine kleine Turbulenz. Wir werden die wilden Lüfte bezwingen. Das ist etwas mehr als eine Turbulenz. Fürs Protokoll. Dies war nicht Teil der geplanten Aeronautik. Na, super. Was war das? Ja, ich glaube, die Leine hat sich losgerissen. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Aus dir keine Sorgen machen. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Und auf einmal der Sturm her. Er wird uns rahmen! Was? Das sehen wir beim nächsten Mal.